Ja, hier im dritten Bereich geht es jetzt tatsächlich um die spätmittelalterliche und frühneuzeitliche Pest. Also das, was unsere Verhältnis oder unser Bild von der Pest besonders geprägt hat. Das Ganze beginnt Mitte des 14. Jahrhunderts, 1346 die ersten Erwähnungen und geht eigentlich bis ins 18., 17. Jahrhundert. Dann verschwindet die Pest wieder. Der Schwarze Tod, das ist die erste große Welle, die eben von 1346 bis 1353 durch Europa zieht, war sicherlich das einschneidendste Ereignis. Danach kommt die Pest alle Jahre wieder. Es gibt kaum eine Generation, die sicherlich keinen Pestzug erlebt hat, also gehört danach schon fast zum Alltag der Menschen, aber dieser erste Einschlag hat die Leute sehr überrascht, sehr überraschend getroffen, weil die Pest eigentlich nicht mehr wirklich in den Köpfen drin war. Sie war ja über Jahrhunderte verschwunden, man kannte sie eigentlich nicht mehr und deswegen hat man sich natürlich auch Gedanken gemacht, was kommt da auf uns zu, wieso kommt das jetzt gerade auf uns zu? Und da haben sich die besten Wissenschaftler der Zeit die Köpfe drüber zerbrochen. Es gab einen Gutachten, das der französische König in Auftrag gegeben hat, das sogenannte Pestgutachten von Paris, wo eben dann die Wissenschaftler überlegt haben, wieso kommt das jetzt ausgerechnet? Und dass es eine Strafe Gottes war, das war eigentlich über allen Gutachten ein Konsens. Aber warum ausgerechnet jetzt? Und da hat man natürlich auf die Natur geschaut. Man war der festen Meinung, dass eben die Gestirne einen wichtigen Einfluss auf das Leben auch auf der Erde haben. Deswegen haben wir dieses wunderbare Blockbuch, wo auch so etwas dargestellt ist letztendlich, also welchen Einfluss die Gestirne nicht nur auf den Charakter der Menschen haben, sondern auch auf das Geschehen auf der Erde. Jetzt leider nur noch als Faksimile, das Original ist schon wieder beim Leihgeber zurück. Und aus diesen ganzen Forschungen haben dann die Wissenschaftler ein Pestgutachten erstellt, wo dann auch genau gesagt wird, 1346 gab es eine Sternenkonstellation, die sehr ungünstig war, dass sich Miasmen, also giftige Dämpfe, im Inneren der Erde gebildet haben, die dann durch Erdbeben an die Oberfläche gekommen sind und so eben die Pest unter die Menschen gebracht haben. Das Kompendium enthält auch noch Ratschläge, was man alles tun kann. Also es ist ein wichtiges Dokument, was über viele Jahrzehnte oder Jahrhunderte eigentlich die Grundlage auch weiterer Pestgutachten, Pestliteratur geworden ist. Was natürlich immer auch ein böses Omen war eigentlich und eine Pest angekündigt hat, zumindest dann bei den späteren Pestzügen, waren eben auch natürliche Phänomene wie zum Beispiel Kometen, die immer etwas Negatives bedeutet haben oder auch das Auffinden zum Beispiel eines solchen Rattenkönigs hier drüben. Das ist also eigentlich ein natürliches Phänomen, dass wenn Ratten auf sehr engem Raum zusammenleben, dann auch durch den Greifreflex der Schwänze sich sie so verknoten können, dass mehrere Ratten eben zusammenhängen und nicht wieder auseinanderkommen. Sie müssen nicht deswegen unbedingt sterben, also die anderen Ratten versorgen sie durchaus auch noch mit Fressen, aber sie können sich halt sonst nicht mehr frei bewegen. Und wenn so etwas eben gefunden wurde, zum Beispiel in der frühen Neuzeit, galt das als besonders schlechtes Omen, weil die Ratte ja auch selber negativ konnotiert war. Die Verbindung zur Pest kannte man noch nicht, aber es war allgemein eben ein böses Omen und da kommt dann sicherlich etwas ganz Schlimmes hinterher. Wodurch sich die Pest tatsächlich verbreitet hat oder was sie ausgelöst hat in Mitte des 14. Jahrhunderts, ist auch für uns heute noch unbekannt. Möglicherweise wieder eine Veränderung im Lebensraum von Nagern, die eben diese gezwungen haben, wieder in die Nähe der Menschen zu kommen. Vielleicht auch neue Handelswege, die durch diese Habitate der Nager entstanden sind, das wissen wir nicht genau. Auf jeden Fall gibt es wieder zahlreiche Verbreitungsmöglichkeiten, sei es eben durch den Handel, wie auch bei der frühmittelalterlichen Pest. Deswegen hier einmal ein Video von dem Bau einer Kogge, also eines Handelsschiffes, das damals eben die Meere befuhr und das als Wrack in Bremerhaven gefunden wurde. Oder aber auch natürlich das, was sie transportiert haben, zum Beispiel Gewürze aus Afrika, wie hier das Paradieskorn. Ebenfalls auf den Reisewegen unterwegs waren Pilger, die aus religiösen Gründen eben zum Beispiel nach Jerusalem, nach Rom oder Ähnlichem gefahren sind. Deswegen hier einmal diese Pilgermuschel, ein Zeichen für die Pilger, die nach Santiago de Compostela gereist sind, um eben das Grab des heiligen Jakobus zu besuchen. Es gibt natürlich auch noch andere Verbreitungswege letztendlich, auch innerhalb der Gemeinschaften zum Beispiel, wenn man sehr eng aufeinander wohnt, wenn die Hygiene schlecht ist, dann verbreitet sich die Pest auch innerhalb eines Ortes natürlich schneller und die wachsenden Städte boten da besonderen Raum eben, um diese Krankheit zu verbreiten. Aber auch der Beginn dieser zweiten Pandemie
wird schon einem kriegerischen Ereignis zugeschrieben, das nämlich bei der Belagerung einer genuesischen Stadt auf der Krim, der Stadt Kaffa, die belagernden Mongolen, bei denen die Pest im Lager ausgebrochen war, ihre Toten mit einer Schleuder, vielleicht so etwas Ähnlichem, über die Mauern der Stadt geschmissen haben und dann eben sich die Stadt in Alarmzustand befand und auch die Pest ausbrach und die Leute in Panik dann geflohen sind und bei der Flucht zu ihrer Heimat nach Italien letztendlich die Pest mitgenommen haben. Dass grundsätzlich auch kriegerische Aktivitäten die Verbreitung einer Seuche, natürlich auch der Pest, begünstigen, ist ganz klar. Das sieht man vor allem natürlich auch in den Kriegen der Neuzeit. Im Dreißigjährigen Krieg sind wahrscheinlich mehr Leute an der Pest gestorben oder an anderen Seuchen gestorben als an Kampfhandlungen. Aber es gibt auch zumindest einzelne Berichte, dass das auch gezielt eingesetzt worden wäre. Deswegen hier einmal dieser albanische Fez. Es gibt eben den Bericht in einem Archiv in Venedig, dass der Geheimdienst der Lagunenstadt damals geplant hat, das Sekret aus Pestbeulen zu entnehmen und das auf Stoffe zu schmieren und diese dann letztendlich den türkischen Truppen, den osmanischen Truppen, die halt Venedig und seine Kolonien bedrängten, dann zu verkaufen, damit diese sich daraus eben ihre Gewänder oder auch ihre Hüte schneidern und somit die Pest bekommen. Das Ganze ist anscheinend nicht umgesetzt worden, aber es wäre auch eben eine Möglichkeit gewesen, die Pest zu verbreiten, nach damaliger Auffassung zumindest. Und auch andere Kriegszüge bis weit in die Neuzeit haben eben mit der Pest zu kämpfen gehabt. Selbst Napoleons Ägyptenfeldzug war noch durch die Pest geprägt letztendlich. Da haben wir nämlich hier einmal dieses Bild, ein Ausschnitt aus einem Monumentalgemälde, das auch die französischen Soldaten damals in Jaffa im Vorderen Orient letztendlich stationiert, die Pest bekommen haben. Und Napoleon wird so dargestellt, dass er eben wirklich angstfrei diese Pestkranken berührt, was alle anderen sich nicht trauen, also schon fast erlöserhaft dargestellt. Allerdings zumindest der englischen Propaganda zufolge soll er auch eben genau diese erkrankten Soldaten vergiftet haben, damit sie ihm bei seinem Rückzug dann nicht zur Last fallen. Das ist also eine wirkliche Propagandaschlacht Anfang des 19. Jahrhunderts zwischen französischen und englischen Medien. Deswegen auch natürlich diese sehr positive Darstellung auf diesem Bild, einem französischen Werk. Zum Abschluss dieser Abteilung nochmal eben eine Übersicht, wie sich die Pest in ihrem ersten Zug, dem Schwarzen Tod, eben Mitte des 14. Jahrhunderts ausgebreitet hat. Sie beginnt der Überlieferung nach eben hier in Kaffa auf der Krim. Sicher ist eben, dass sie wirklich aus Asien kommt, weil da haben wir auch schon frühere Erwähnungen. Sie überwindet aber nicht eben zum Beispiel den Weg nach Russland, ein paar hundert Kilometer nördlich, weil dort eine Kampfzone eigentlich ist. Die Mongolen und die Russen bekämpfen sich, da kommt die Pest nicht durch, da ist also alles gesperrt. Sie geht aber über den Mittelmeerraum, über Italien, dann über die Seewege relativ schnell, also vergleichsweise schnell zumindest, in die Hafenstädte, über die Landwege deutlich langsamer und erreicht dann unseren Bereich so 1349, 1350. Das hat natürlich eine extrem starke Belastung, auch psychischer Art der Bevölkerung zur Folge. Man sitzt also hier zum Beispiel in Herne, in Westfalen oder wo auch immer und hat natürlich Nachricht davon, dass eine bisher unbekannte, extrem tödliche und nicht aufzuhaltende Krankheit zum Beispiel in Süditalien ausgebrochen ist und jetzt langsam sich in die Richtung hier hochbewegt. Das Ganze dauert vielleicht 2, 3 Wochen, vielleicht auch 4 Wochen, dann ist die Nachricht eben in diesem unseren Raum. Aber die Krankheit selber kommt erst 2 Jahre später an. Und das ist natürlich ein extremer psychischer Stress, wenn man sieht, es kommt etwas auf einen zu, was man überhaupt nicht verhindern kann. Und dass dann Panik ausbricht, beziehungsweise Furcht natürlich vor dieser Seuche, ist ganz klar zu verstehen. Und über die Folgen davon, wie sie auch aufgetreten sind, da kommen wir dann in der Abteilung 4 darauf.